Herzlich willkommen zur neuen Woche im Kabeljournal. Wir begrüßen Sie wieder einmal vom Schloss Wolkenburg. Hier wird in Kürze eine neue Sonderausstellung eröffnet, zu der wir Sie ein wenig neugierig machen wollen. Unser erster Beitrag jedoch führt uns nach Hörsdorf ins Tierheim. Dort werden nämlich noch einmal bis Jahresende ganz dringend ein paar große und kleine Körbchen gesucht. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Körbchen gesucht. Die ersten beiden Kandidaten, die zu vermitteln sind, haben wir hier schon auf dem Arm. Das hier ist die Tini. Genau. Und du hast die? Ich habe die Susi auf dem Arm. Beide Meerschweinchen sind circa 2 Jahre alt, sind Weibchen, sind aus gesundheitlichen Gründen des Besitzers abgegeben worden und suchen jetzt wieder schnellstmöglich ein Zuhause bei Meerschweinchenfreunden, gerne auch noch mit Gesellschaft. Auf alle Fälle haben wir schon gemerkt, die beiden sind sehr kuschelig. Sie sind auch ruhig, also nicht so wilde Gesellen und sehr, sehr zutraulich und schmusig. Ja, und weiter geht's jetzt mit den Miezekätzchen. Ja, Katzenliebhaber können sich sicherlich für Hajo und Hänschen begeistern. Genau, das sind 2 junge Kater, ungefähr 3 Monate alt, kamen als Fundtiere zu uns. Hajo ohne Handicap, Hänschen war etwas gesundheitlich angeschlagen, hat auch schon eine große OP hinter sich, deswegen ist er auch so bunt bandagiert, hat sich aber prima erholt, ist einfach nur zum Schutz seiner selbst, dass er nicht rumleckt und eine Infektion reinkommt. Ist ein sehr ruhiger, verschmuster Kater. Hajo etwas das Gegenteil, ein kleiner Wirbelwind. Wenn es geht, sucht man natürlich ein Zuhause für beide Katzen zusammen. Also für Hajo und Hänschen melden Sie sich hier im Tierheim. Das nächste Körbchen der Sendung suchen wir für einen kleinen Sorgenfall, die Kleopatra. Genau, Kleopatra kam im August mit 24 weiteren Katzen aus einer Beschlagnahmung wegen einem Animal Hoarding Fall zu uns ins Tierheim. Sie ist eine heilige Birma-Mischling, vom Tierarzt geschätzt auf 1,5 Jahre. Sie leidet halt sehr unter der Situation. Vorab, also es waren in diesem Haushalt, gab es über 80 Tiere. Sie ist auch hier mit den 2 anderen Katzen im Tierheim einfach überfordert. Für die Kleopatra suchen wir dringend einen Einzelplatz, wo Menschen die Zeit und die Geduld haben, sich auf die ängstliche Katze einzulassen. Das sind sicherlich auch ältere Leute sehr gut geeignet für so einen Körbchenplatz, oder? Das ja. Das Alter spielt keine Rolle. Man muss sich halt wirklich auf so ein schüchternes, ängstliches Tier einlassen und dem Tier einfach die Zeit geben, in Ruhe das Vertrauen aufzubauen. Das ist nichts, also ein lauter, hektischer Haushalt wäre jetzt nichts für diese Katze. Leute, die sich das einfach annehmen wollen und auch wissen, dass sie es schaffen, sind ja herzlich willkommen und die Kleopatra kennenzulernen. So schüchtern und ängstlich wie die Kleopatra ist, ist doch sicherlich auch eine reine Wohnungshaltung angebracht, oder? Ja, auf jeden Fall von Vorteil ist die reine Wohnungshaltung. Die Kleopatra kennt es auch nicht, den Freigang. Und wer will denn schon seine Rassekatze in den Freigang lassen, ne? Dann nimmt sie jeder mit. So hat man sie wirklich schön in der Obhut zu Hause. Eine weitere sehr schön gezeichnete Katze, die Clara, sucht ebenfalls noch ein neues Körbchen. Genau, die Clara kam im August auch als Fundtier zu uns. Leider ist sie etwas schüchtern und nicht der Typ Draufgänger, weswegen sie doch von den Besuchern gerne übersehen wird. Wir wünschen uns für sie auch ein schönes Zuhause, wo man Einfühlungsvermögen für die Katze mit einbringt, um in Ruhe ihr Vertrauen zu wecken. Die Clara, muss die auch in eine Wohnungshaltung vermittelt werden oder was gibt es da zu sagen? Für den Anfang, für die Vertrauensbindung ist die Wohnungshaltung von Vorteil bei der Clara. Wenn das Vertrauen irgendwann im Verlauf des Lebens vorhanden ist, wäre es mit Sicherheit kein Problem, sie in den Freigang zu gewöhnen. Also, wenn Sie sich für die Clara interessieren, dann melden Sie sich wieder hier im Tierheim. Und Nicole? Gehen wir jetzt zu den Hunden? Jetzt geht's zu den Hunden. Das erste Hundekörbchen der heutigen Sendung wird für ein junges Energiebündel gesucht. Genau, das ist Anko. Anko ist ein Schäferhundmischling, wurde im Oktober herrenlos aufgegriffen.
Der Besitzer konnte ermittelt werden, er hat ihn bis heute nicht abgeholt. Deswegen suchen wir nun für Anku ein Zuhause bei sehr aktiven Menschen, die ihn geistig fördern und einfach auch noch mit auslasten. Das braucht er auf jeden Fall. Der Anku ist auf alle Fälle ein total hübscher und verspielter Hund. Er ist auch beim Spielen sehr zärtlich mit mir umgegangen, muss ich sagen. Also er war jetzt nicht irgendwie grob oder so. Und mit dem macht es echt Spaß zu spielen. Das ja. Er ist noch ein ganz junger Hund, also er ist ungefähr ein Jahr alt, beherrscht sogar die Grundkommandos. Also es ist vorher beim Besitzer viel erfolgt. Warum er ihn nicht abgeholt hat, wissen wir nun leider nicht. Er ist ein Familienhund durch und durch. Also, geben Sie dem Anku ein schönes neues Zuhause, wenn Sie aktiv sind und Spaß am Spielen mit einem relativ großen Hund haben. Ja, ganz frisch hier im Tierheim ist auch der kleine Hunde-Opa Malte. Was für ein Zuhause sucht der? Also Malte ist jetzt 11 Jahre alt und sucht dementsprechend ein Zuhause bei auch gerne älteren Leuten, die viel Zeit für ihn haben, denn Malte kennt es nicht, alleine zu bleiben. Er ist bisher von seinem Frauchen verhätschelt worden, er musste nie alleine bleiben. Leider musste das Frauchen ins Pflegeheim und konnte den Malte nicht mitnehmen. Und nun ist er nun schweren Herzens hier im Tierheim. Für Malte eine schwere Situation, er kommt nicht so unbedingt damit zurecht. Er muss sich die ganze Aufmerksamkeit mit vielen Hunden teilen. Deswegen suchen wir jetzt ganz dringend einen Platz bei lieben Leuten, die Zeit haben, auch für ein älteres Tier. Also, für den Malte unbedingt bald melden. Er braucht dringend ein schönes, ruhiges Zuhause. Unser letzter Kandidat für ein neues Körbchen in dieser Sendung ist der Seppi. Und der ist ja ein echter Gigolo, habe ich das Gefühl. Das ja. Seppi ist jetzt so circa 7 Monate alt, ist ein kleiner Dackelterrier. Sturkopf auf jeden Fall mit drinne. Deswegen braucht er auch erfahrene Leute, die ihm zeigen, wie das Hunde 1x1 funktioniert. Und der Seppi, in was für eine Haltung würdet ihr den am liebsten abgeben? In eine Familie oder? Er kann gerne in eine Familie vermittelt werden. Es muss halt bedacht werden, dass es eine konsequente, liebevolle Führung zum Seppi gibt. Und da wir ja auch schon ein bisschen am Ende der Sendung angekommen sind, eine Sache rückt natürlich auch zum Jahresende auch immer wieder so in den Fokus, so thematisch. Du weißt, was ich meine, ne? Genau. Liebe Zuschauer, bitte denken Sie daran, Tiere gehören nicht unter einen Weihnachtsbaum. Deshalb bleibt unser Tierheim auch zwischen dem 20. Dezember und Neujahr für Vermittlungen geschlossen. Bitte haben Sie ein Herz an die Tiere und denken Sie daran. Auch im Namen unserer Tierheimtiere möchten ich Sie gerne am 3. Dezember von 14 bis 16 Uhr zu unserer traditionellen Tierweihnacht einladen, in der Sie die Möglichkeit wo Sie die Möglichkeit haben, den Tierheimbewohner eine kleine Gabe unter dem Tierweihnachtsbaum zu geben. Also, liebe Zuschauer, kommen Sie vorbei am 3. Dezember. Sie tun auf alle Fälle was Gutes. Und wie gesagt, auch ich war immer schon der Meinung, Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum. Bitte dran denken und auch nochmal mit der Familie drüber reden. Ja, und wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich erst im Januar hier im Tierheim wieder. Und ich hoffe natürlich, dass es da kein böses Erwachen im neuen Jahr gibt für euch. Wir hoffen es auch nicht. Deswegen bitte denken Sie daran, Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum. Tschüss, liebe Zuschauer. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie.
An meiner Seite begrüße ich Frau Gabriele Papstmann vom Schloss Wolkenburg und Sie führen uns durch die Ausstellung. Ja, die Ausstellung heißt En Miniature, sächsische und thüringische Burgen und Schlösser im Modell. Die 70 Modelle der Ausstellung wurden ja von dem Modellbauer Horst Oschmann aus Waldenburg angefertigt. Welche Materialien hat er dazu verwendet? Ja, Horst Oschmann baut ausschließlich mit Farbkarton, mit Farbstiften, mit Leim, natürlich mit Werkzeugen wie Schere und Pinzette für die Feinarbeiten. Und natürlich braucht er sehr viel Fingerspitzengefühl, weil es gibt eben sehr viele Details und Kleinigkeiten an den Modellen zu bauen. Gibt es eigentlich einen ganz bestimmten Maßstab, den der Herr Oschmann hier angewendet hat beim Modellbau? Ja, Herr Oschmann arbeitet im Maßstab 1 zu 250 oder 1 zu 300. Das ist ungefähr der Maßstab, wie es auch für den Modellbahnbau verwendet wird. Herr Oschmann kommt auch aus dem Modellbahnbau und hat auch viele Burgen und Schlösser für Modellbahnanlagen gebaut. Ja, und was ich so weiß über Modellbau, ist ziemlich langwierig eigentlich. Also sprich, es dauert doch recht viele Stunden, bis so ein Modell entstehen kann. Über welchen Zeitraum sind die Modelle eigentlich entstanden, wenn man bedenkt, es sind 70 hier in der Ausstellung zu sehen? Ja, Herr Oschmann fertigt die Modelle seit den 80er Jahren, also seit über 30 Jahren sind die 70 Modelle entstanden. Er nimmt sich auch die Zeit dafür. Es ist doch ein langer Prozess, bis von der ersten Begutachtung bis zum fertigen Modell, der eben doch mehrere Monate dauern kann. Und bevor es weitergeht zum Thema Modelle der Burgen und Schlösser in Sachsen und Thüringen, sehen Sie erst einmal die Wochensplitter. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Sie ist wieder zurück, die fast 300 Jahre alte Glocke von Schloss Augustusburg. Im Oktober vergangenen Jahres war beim Läuten ein Teil der Klöppelaufhängung gebrochen. Zur Reparatur wurde die Glocke in eine Spezialfirma nach Nördlingen in Bayern gebracht. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten ging es dann wieder zurück an den angestammten Platz im Uhren- und Glockenturm am Südportal des Schlosses. Am 8. November konnte die 1,3 Tonnen schwere Bronzeglocke mit Hilfe eines Autodrehkranes wieder eingehoben werden. Für den Einhub war die Firma HEW aus Herford beauftragt. Die beiden Monteure Thorsten Kretschmer und Stefan Lein brachten die Glocke dann an ihren Platz im Glockenstuhl. Dieser wurde während der Reparaturarbeiten überarbeitet. Das Joch für die Aufhängung wurde ebenfalls erneuert. Die aus dem Jahr 1734 stammende Glocke wird von zwei Personen mit der Hand geläutet. Zu hören ist sie bei besonderen Anlässen, wie bei den Schlossgottesdiensten in den Sommermonaten. Und hier schon mal eine Klangprobe. Den ehemaligen Saatgut- und Getreidespeicher kann man schon fast als eines der Wahrzeichen Hainichens bezeichnen. Der hässliche Betonklotz ist aber auch eine Gefahrenquelle. So sollen schon Kinder auf dem Dach der Industrieruine gesichtet worden sein. Darum will die Stadt den Bau schon seit vielen Jahren abreißen. Das gestaltete sich jedoch schwierig. Das hat im Bund gehört, an der bundeseigenen Gesellschaft, der LAFOS, das war so eine Art Treuhand für landwirtschaftliche Immobilien. Die haben das dann verkauft und dann ist es wirklich ein Glücksritter aus Königs Wusterhausen zugefallen. Der hat sich um das Ding gar nicht gekümmert. Der hat also da Schrott für angeblich 30.000 Euro rausgenommen und hat er sich null um das Gebäude gekümmert. Dann haben wir also wirklich ja, mit Brachialgewalt dann den Besitzer überzeugt, uns das Ding zu verschenken. Da waren also Gerichte, Anwälte und viele andere Personen beteiligt. Also es hat uns sicherlich einen fünfstelligen Betrag gekostet, überhaupt erst einmal in den Grundbesitz der Immobilie zu kommen. Aber wir haben es geschafft, wir haben es ausgeschrieben, der Bau beginnt. Wir werden zwar nicht ganz fertig dieses Jahr, aber ich bin froh, weil es ist der letzte große Schandfleck, den wir in Hainichen haben, der verschwindet. Er war von allen Stellen her sichtbar und vor allem es ist eine unwahrscheinliche Gefahrenquelle, die jetzt dadurch nicht mehr existiert. Der Abriss soll rund 800.000 Euro kosten.
Davon kommen 90% aus Landesmitteln. Die Arbeiten werden von der Firma Günther aus Burgstedt ausgeführt. Was früher in vielen Kinderzimmern zu Hause war, fasziniert heute vor allem erwachsene Männer, die Modelleisenbahn. Bahnverkehr im Miniaturformat war nun im Clubhaus der Modelleisenbahner in Hainichen zu bestaunen. Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens hatte der Modellbahnclub Striegistal Express zu einer Ausstellung eingeladen. Wir präsentieren an diesem Wochenende einen Querschnitt durch unsere Arbeit, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Unsere große Clubanlage ist zu sehen. Da haben wir in den letzten Jahren sehr viel dran gemacht. Wir haben besonders viel Natur neu geschaffen. Also Bäume gepflanzt, kann man sagen. Wir haben viel verändert, viele Details sind hinzugekommen. Es wurde modellbaurig sehr viel gemacht. Es ist eine sehr, sehr sehenswerte Anlage. Wir zeigen aber auch eine weitere Anlage in der Größe TT, an der wir gerade arbeiten, die eben auch im Gebirge liegt, mit einer großen Stahlbrücke drin, die jetzt gerade in Arbeit ist und vielleicht im nächsten Jahr dann auch fertig wird. Das ist auch so von der Gleis sehr interessant. Dann zeigen wir eine kleine süße TT-Anlage, wunderschöner Modellbau, die mit einer Privatanlage gekoppelt ist. Da zeigen wir auch, dass man eigentlich nicht viel Platz braucht für die Modelleisenbahn. Das passt ins kleinste Räumchen hinein. Dann haben wir eine Modulanlage in Nenngröße H0. Die wurde ursprünglich von unseren Kindern gebaut und sind gerade dabei, diese Module ein bisschen zu vereinheitlichen. Aber da sind halt tolle Ideen dabei, wie zum Beispiel ein griechischer Tempel, der da mit draufsteht. Ja, dann zeigen wir noch eine schöne Privatanlage. Wir haben noch eine hervorragende Ausstellung in Vitrinen mit Blechspielzeug und Holzspielzeug aus der DDR-Produktion und aus Produktion der ehemaligen Staaten des RGW. Das Interesse der Modelleisenbahner gilt aber nicht nur dem Schienenverkehr im Kleinen. Wir haben ein richtiges Lichtsignal von der Deutschen Reichsbahn, das war ursprünglich das Einfahrsignal zum Bahnhof Hainichen aus Richtung Chemnitz. Wir haben eine Lokomotivachse vom Haus stehen, aber auch viele Signallaternen und Uniformen und alles, was eben zumindest zur Eisenbahn gehört, mit Lokschildern und Signalschildern, und sammeln auch ständig weiter. Und wenn wir irgendwas finden, irgendein Schild, was verrostet irgendwo rumliegt, dann heben wir es auf und restaurieren es wieder und hängen es uns dann an die Wand und präsentieren das dann ebenfalls auch. Die Ausstellung ist am 11. und 12. November noch einmal geöffnet. Und wer dieses anspruchsvolle Hobby in der Gemeinschaft ausüben möchte, der kann gerne donnerstags von 17 bis 20 Uhr ins Clubhaus der Modelleisenbahner am Hainichener Stadtpark kommen. Der Geschichtsverein der Kamai-Geburtsstadt Hohenstein-Ernsthal feiert in diesem Jahr das 15. Jubiläum. Anlass für seine Gründung war einfach das Bedürfnis, bei den Leuten, wenn noch nicht vorhanden, ein historisches Interesse zu wecken für ihre eigene Heimat, für ihre eigene Stadt und die Umgebung natürlich. Und natürlich in Form von Publikationen dieses Wissen auch in den Mann zu bringen und für die zukünftigen Generationen zu sichern. Die Idee zur Vereinsgründung kam gut an. Da man sehr viele Enthusiasten und Gleichgesinnte hat, war das eigentlich kein Problem. Wir haben damals mit 17 Personen angefangen und sind sehr produktiv und gehen immer mit sehr viel Spaß an die Sache. Tätig sind die Mitglieder in vielerlei Hinsicht. Das sind die Publikationen in Form unserer Mitteilung des Hohenstein-Ernsthaler Geschichtsvereins. Ein jährlicher Jahreskalender kommt raus, der immer einem bestimmten Thema gewidmet ist. Wir machen gemeinsame Ausfahrten zu historischen Städten, zu Museen, beschauen diese, trinken dann zusammen Bierchen und erzählen dann, was wir gesehen haben, tun das natürlich historisch interpretieren und beschäftigen uns, wie gesagt, sehr intensiv mit der Geschichte dieser Stadt und der Umgebung. Man knüpft auch Kontakte zu anderen Vereinen, so zum Geschichtsverein Liechtenstein. Der neue Vorsitzende Patrick Bochmann war am 7. November zu Gast in der Kamaistadt, um den Hohenstein-Ernsthalern zum 15. Geburtstag zu gratulieren. Verbindungen gibt es ebenso zu Geschichtsinteressierten, die keinem Geschichtsverein angehören. Reinhard Schüppel zum Beispiel, seit den 80er Jahren auf dem Friedhof tätig, sicherte er zahlreiche Grabplatten von Gräbern, die eingeebnet wurden. Untergebracht sind die in einer alten Gruft, die jetzt mal wieder offen war. Und als der Peter so viele schöne Fotos gemacht hat, die ja auch da sind, habe ich mich mal wieder drüber gemacht, um mal durchzublättern, was ist denn eigentlich dort unten. So, da war natürlich so viel Unbekanntes. Und eine der letzten Platten, die ich also rumgelegt habe, Gustav Adolf Zimmermann. Sag ich zum Peter, ey, du guck mal hier. War natürlich der Peter ganz schnell dabei, die erstmal zu fotografieren. Dann sind wir wieder neuf und dann lief die Sache seinen Lauf und man wollte sie gerne ins Lapidarium haben. Im Lapidarium, im Hof der Kamai-Begegnungsstätte, soll die Platte ab April 2018 ausgestellt werden.
Mit seinen 15 Jahren ist der Geschichtsverein noch relativ jung. Warum wurde er erst so spät gegründet? Das müssen Sie die Altvorderen fragen, wobei wir sehr viele Stadtchronisten, Heimatkundler und auch Sammler haben, die schon in früheren Zeiten hier sehr aktiv gewesen sind. Ich erinnere nur an Cesewitz, ich erinnere an den ersten Museumsdirektor, wenn man ihn so nennen kann, Herrn Weise, Herr Riedel damals, wir haben Streller und also sehr viele, die sich schon damit beschäftigt haben, auch publiziert haben. Und gerade die Geschichte auch unseres Stadtmuseums oder Heimatmuseums, wie sie auch genannt wurde, begann ja schon um die Jahre 1912 rum, wurde dann leider unterbrochen mit der Auflösung des Museums im Jahr 1964. Es gibt also eine Menge nachzuholen. An Themen mangelt es nicht. Zu viele Themen, weil wir gar nicht alle bearbeiten können. Wir sind ja nur ein kleines Städtchen, sagen wir so. Und sag mal, die Wissenschaftskraft ist nicht ganz so geballt, aber da alle mit sehr viel Herzen an die Sache rangehen, kommen auch sehr gute und stattliche Ergebnisse heraus. Wir haben Bildersammlungen, wir beschäftigen uns mit Themen der Wirtschaftsgeschichte, der Sportgeschichte, der politischen Geschichte, der Geschichte in den Stadtverwaltungen, sowohl sag mal, im Mittelalter bzw. aus den Zeiten der Anfangsgeschichte dieser Stadt bis hin zur Bergbaugeschichte und natürlich widmen wir uns auch der Geschichte des berühmtesten Sohnes Karl May und seiner Kollegen in dieser Stadt oder solchen Themen wie Sachsenring und wie gesagt Sport insgesamt. Werbung macht der Verein für sich, nicht nur mit seinen Publikationen. Ja, wir haben natürlich eine eigene Internetseite, die soll von der Sache her jetzt nochmal ausgeweitet werden. Also wir wollen jetzt ja noch sehr viel mehr einbringen, auch mit Hinsicht darauf, dass wir doch versuchen, die junge Generation hier mit einzubeziehen und verstärkt sagen wir, für uns nutzbar zu machen und auch sie für sich selber natürlich. Denn man merkt doch, dass das Interesse an Geschichte und Geschichtsthemen durchaus auch bei der Jugend gegeben ist. Zur Geburtstagsrunde am 7. November gab es eine kleine Rückschau auf 15 Jahre Geschichtsverein in der Karmai-Geburtsstadt. Wenn der Allgemeine Turnverein 1848 Hainichen zum Schauturnen ins Sportzentrum an der Pflaumenallee einlädt, dann ist ein volles Haus garantiert. Unter dem Motto »So ein Zirkus« präsentierten die Turner eine Show aus Sport, Tanz und Akrobatik. Die Liste der Akteure reichte dabei von Vorschulkindern bis zur Seniorenriege und von den Freizeitsportgruppen bis hin zu den Wettkampfsportlern. Manege frei. Das Schauturnen richtet der ATV alle 2 Jahre aus, denn so ein Großevent will gründlich geplant sein. Die Vorbereitungen nehmen circa ein halbes Jahr in Anspruch. Das hat auch Auswirkungen auf den Wettkampfsport. In dieser Zeit ist es natürlich schwierig, noch nebenbei Wettkämpfe zu turnen. Das wird dann immer ein bisschen hinten angeschoben. Wobei sich unsere Mädchen auch bemüht haben, jetzt im Herbst die Kreismeisterschaft zu turnen in der AK11, sind dort Kreismeister geworden und haben dann zu den Bezirksmeisterschaften noch einen sehr guten 6. Platz belegt. Und voriges Wochenende haben die Mädchen, die im Frühjahr beim Pokalwettkampf in Burgstedt sehr gut abgeschnitten haben, den 2. Pokalwettkampf noch geturnt. So eine Woche vom Schauturnen ist das natürlich immer eine besondere Herausforderung. Und das haben sie sehr gut gemeistert. Wir haben dort den Pokalmeister gestellt in der AK 10-11 und auch bis zum 6. Platz noch 3 weitere Turnerinnen mit vertreten. Der ATV Hainichen zählt derzeit um die 280 Mitglieder. Fast alle Sportgruppen des Vereins waren am Showprogramm beteiligt.
Nur die Popgymnastikgruppe hatte keinen Auftritt vorbereitet. Sie war diesmal für das Kuchenbuffet während der Pause zuständig. Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde es dann dunkel in der Halle. Nur die Sportler standen im Rampenlicht. Mit dem Schauturnen präsentiert der ATV Hainichen nicht nur sein Leistungsniveau. Der Verein wirbt so auch um neue Mitglieder. Die sind bei den Turnern immer herzlich willkommen. Auch über neue Übungsleiter würde man sich freuen. Applaus für unsere Mitglieder. Zum fünften Mal hieß es in der Turnhalle Leubsdorf: Mach mit, mach's nach, mach's besser. Ganz im Sinne der einstigen Fernsehsendung des DDR-Fernsehens von Adi. Zur Freude der Kinder ins Ländle getragen. Beim letzten Mal mit dem Original Adi auch in Leubsdorf. Diesmal war es eine Abschiedsvorstellung für die 4A. Zunächst war Erwärmen angesagt. Kreuz und quer suchte man das richtige Bild, ein Bilderpuzzle. 21 Kinder der Klasse 4A, nebst Eltern und Geschwister, 70 Teilnehmer insgesamt, belebten die neue Turnhalle. Bernd Erler, der Klassenlehrer, hatte sich mit dem Org-Team und dem Elternrat zum diesjährigen Familiensport wieder neue Spiele und Geschicklichkeitsrunden ausgedacht. Bilder spielten diesmal bei den Wettkämpfen der Teams eine besondere Rolle. Bei den Staffelläufen waren die begleitenden Bilder zugleich die Kontrolle, ob alle ihre Aufgabe oder ihr Hindernis absolviert hatten. Gefragt waren immer Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Teamgeist. Zum Schluss ging es um Punkte, wer am weitesten mit den Sprungmatten rutschte. Da spielte natürlich das eigene Körpergewicht eine große Rolle. Um die Platzierung eindeutig nachzuweisen, waren am Schluss noch Stechen notwendig. Also nochmals rutschen, weil es so viel Gaudi machte. Die Siegerehrung krönte die Wettkämpfe mit fruchtigen, weil gesunden Gaben. Den ersten Platz erzielte Team 3. Sie durften sich den Früchteteller aussuchen. Den zweiten Platz erreichte Team 2. Den dritten Platz Team 4 und den vierten Platz belegte Team 1. Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern. You and I must remember them. You and I must remember. In der schottischen Sonntagszeitung Sunday Herald wurde er als einer von Schottlands besten Singer-Songwriter beschrieben. Dass er nicht nur das ist, sondern zudem den Fingerstyle auf seiner Gitarre bestens beherrscht, durften am 3. November Musikinteressierte im Liechtensteiner Dez-Zentrum erleben. Ja, wir haben heute ein weiteres Konzert aus unserer Club Lounge-Reihe. Zu Gast ist heute ein schottischer Singer-Songwriter, Simon Kempston aus Edinburgh. Und sein Konzert ist quasi der Abschluss unserer diesjährigen Club Lounge-Saison. Und er hat einen sehr schönen Mix aus Blues, Folk und traditionellen schottischen Musik. Das Dez-Zentrum als Musikveranstaltungsort passt gut. Immerhin werden viele Instrumente aus Holz gefertigt. Ja, wir haben ja unsere internationale Holzkunstausstellung und dem wollten wir quasi auch noch eine internationale Musikreihe zur Hand geben sozusagen, sodass wir also jetzt in diesem Jahr schon Künstler aus den Niederlanden und aus Finnland, auch aus Deutschland mit zu Gast hatten und heute wie gesagt aus Schottland. Simon Kempston fuhr direkt von Edinburgh nach Liechtenstein, 1700 Kilometer. Er kam eine Stunde später an als erwartet, aber noch pünktlich. Vielleicht wissend, in welche Region es ihn verschlug, nämlich eine, die wirtschaftlich stark von der Automobilindustrie geprägt ist. Shipbuilder by train, sought after expertise.
Though it took me time to acclimatize, our reflection that was where the trouble began. Your deflection, what was carrying the can? And the lights gone. In seinem Song The Last Car besingt er das Schicksal der Arbeiter in Linwood. Die Stadt war wirtschaftlich abhängig von zwei Werken der Automobilbranche. Als beide 1981 dicht machten, wurden 13.000 Menschen arbeitslos. Scotland, Simon Kempston singt über viele Dinge und man hört, dass er Schottland liebt, in guten und in schlechten Zeiten. Zu Hause sein wird er in den nächsten Monaten nur wenig. Sein Terminkalender ist voll. Schon am nächsten Tag machte er sich in Richtung Dänemark auf. Mit der Veranstaltungsreihe Club Lounge soll es im nächsten Jahr weitergehen. Ja, wir haben im Prinzip schon eine australische Künstlerin, die gern bei uns spielen möchte, und mit Miriam Spranger auch eine Künstlerin hier aus Sachsen, die schon mal bei uns aufgetreten ist, und die möchte auch gerne nächstes Jahr wiederkommen. Dann werden wir sehen, wenn wir die Termine auf die Reihe kriegen. Bei der Auswahl der Musiker liegt der Schwerpunkt auf Gitarrenmusik mit Gesang, also Singer, Songwriter, Folk. Diese Richtung, vielleicht geht es nächstes Jahr mal ein bisschen Richtung Jazz, das müssen wir mal testen, wie da das Publikum auch drauf anspringt. Telling old stories, singing songs, make me think about where I came from. That's the reason why I sing so far away here today. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. Liba für ein neues Lebensgefühl. Funktionen, die faszinieren. Für das perfekte Dinner. Für beste Nächte. Mit Details, die begeistern. Liva ist die exklusive Wohnmöbelkollektion, speziell für Garant Gutes Wohnen Fachhändler. Überzeugen Sie sich von dem geschmackvollen, bezahlbaren Sortiment bei Reko Möbel in Stolberg. In Sachsen und Thüringen gibt es ja eine wirklich große Vielzahl an Schlössern und Burgen. Nach welchen Gesichtspunkten hat eigentlich Herr Oschmann die Objekte ausgewählt, die hier in der Ausstellung zu sehen sind? Ja, Herr Oschmann möchte ja gerne die Schlösser und Burgen auch als Ausflugsziele darstellen. Deswegen wählt er eben Schlösser und Burgen, die hier in einem Tagesausflug
Entfernung zu erreichen sind. Er wählt auch weniger bekannte Schlösser und Burgen, die er damit eben ein bisschen ins Licht der Öffentlichkeit rücken will. Es sind aber auch große bekannte Anlagen dabei, die ihn sicherlich als Modellbauer gereizt haben, die als im Kleinen umzusetzen. Und die Ausstellung hat ja auch ein Begleitprogramm. Was erwartet da die Besucher im Einzelnen? Am Sonnabend, den 3. Dezember und am 7. Januar, auch ein Sonnabend, wird Herr Oschmann anwesend sein. Er erzählt sehr gerne über sein Hobby Modellbau und er hat eigentlich zu jedem Schloss immer eine kleine Anekdote, die sich ereignet hat im Zuge seines Besuchs in den Schlössern, in den Burgen und die er dann hier zum Besten geben will. Ja, und jetzt geht's erst einmal zurück nach Limbach-Oberfrohna. Dort hat der ehemalige Oberbürgermeister Dr. Hans-Christian Rickauer sein neu erschienenes Buch vorgestellt. In Limbach-Oberfrohna gibt es den Dietrich-Bonhoeffer-Platz. Eingeweiht wurde der zusammen mit dem Denkmal am 8. Mai 2015, 70 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus. Den 8. Mai 1945 erlebte Dietrich Bonhoeffer nicht mehr. Er wurde einen Monat zuvor, am 9. April, im KZ Flossenbürg hingerichtet. Die Anregung, ihm in Limbach-Oberfrohna ein Denkmal zu setzen, kam von der Kirchgemeinde Limbach-Kendler. Eine Verbindung zu Dietrich Bonhoeffer gibt es in Limbach-Oberfrohna nur indirekt. Im Ortsteil Wolkenburg befand sich ein Außenlager des KZ Flossenbürg. Dietrich Bonhoeffer, dass er Pastor und Widerstandskämpfer war, ist dem Straßenschild zu entnehmen. Wer mehr über ihn wissen möchte, hat unter anderem eine Menge Literatur zur Auswahl, um sich zu belesen. Neu ist dieses kleine Büchlein, geschrieben von Limbach-Oberfrohnas ehemaligen Oberbürgermeister Dr. Hans-Christian Rickauer. Dort geht es um eine Hinführung zu seinem Leben und zu seinem Denken. Ich habe es deswegen geschrieben, weil ich mir gedacht habe, wir haben in Limbach-Oberfrohna einen Platz nach ihm benannt. Und das sollte ein Zeichen sein, dass nicht nur in der Vergangenheit Widerstand geleistet worden ist gegen extremistisches Denken, sondern dass dies auch in der Gegenwart geschehen muss. Wir müssen uns auch heute mit solchen Tendenzen auseinandersetzen und bewusst gegen Extremismus auftreten. Da wollte ich ganz einfach einen Beitrag leisten, dass nicht nur ein Name im Raum steht, sondern dass man sich auch damit etwas näher befassen kann. Die Liste derer, die Widerstand leisteten, ist lang. Warum das Interesse gerade an Dietrich Bonhoeffer? Für mich ist Dietrich Bonhoeffer jemand, der in einer sehr dunklen Zeit sehr mutig und konsequent Stellung bezogen hat, Verantwortung übernommen hat. Und ist außerdem jemand, den ich denke, man kaum vergleichen kann, wenn es um die Frage geht, wie Denken, wie Reden und Handeln in Einklang stehen. Dietrich Bonhoeffer war damit ziemlich allein, nicht nur in der damaligen Gesellschaft, sondern auch als Christ und Theologe in seiner Kirche. Anstoß nahm man an vielerlei Standpunkten Bonhoeffers. Ich denke, im Hinblick auf Dietrich Bonhoeffer hat es eine lange Diskussion gegeben, insbesondere zu der Frage des sogenannten Tyrannenmordes. Also der Frage, darf man jemanden wie Adolf Hitler töten? Viele haben gesagt, die Bibel verbietet das Töten von Menschen, und zwar ausnahmslos. Bonhoeffer hat gesagt, in Ausnahmefällen ist dies sicherlich möglich. Ich muss eine verantwortliche Entscheidung treffen und werde gewiss immer schuldig. Aber ich muss auch die Folgen bedenken, die auf der anderen Seite entstehen. Wie viele Menschen können zum Beispiel gerettet werden, wenn ein Mann wie Adolf Hitler und sein Regime ausgeschaltet werden? Und ich denke, dass sich hier auch in der Diskussion der letzten Jahre durchaus etwas weiterentwickelt hat und die Sicht auch innerkirchlich auf Dietrich Bonhoeffer eine andere geworden ist, als das ursprünglich noch in den ersten Jahrzehnten nach seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten war. Wenig Unterstützung aus Kirchenkreisen erhielt er für sein Eintreten gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung. Bonhoeffer
ist einer der ersten auch gewesen in der christlichen Kirche, der sich für die Juden eingesetzt hat. Schon 1933, gleich nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, also im April, hält er einen Vortrag. Und diesen Vortrag, den er vor anderen Pfarrern in Berlin hält, dort nimmt er Bezug auf das Handeln gegenüber den Juden durch die Nationalsozialisten. Und er sagt dort, es ist die Pflicht der Kirche, den Staat für das, was er tut, und da meint er die antijüdischen Gesetze, die das Ausscheiden, das Verbieten von jüdischen Beamten und anderes mehr, der muss die Kirche, den Staat fragen, handelt er wirklich verantwortlich und den Staat für sein Handeln verantwortlich machen. Das Zweite ist, was man tun muss, ist, wenn es Opfer des Staates gibt, diesen Opfer zu helfen. Und das Dritte ist, diesen Opfern nicht nur zu helfen, sondern, wie er im Bild sagt, im Zweifel dem Rat selbst in die Speichen zu fallen, also Widerstand zu leisten, sich zu widersetzen. Und das gilt nicht nur da, wo eben Christen und Glaubensbrüder angegriffen, sondern das gilt für alle Menschen, auch für die Juden. Er hat damit natürlich nicht bei den deutschen Christen große Gegenliebe erwartet. Man hat sich im Grunde genommen auch in seiner Kirche zunächst einmal von ihm abgewandt. Aber es ist auch ein Zeichen, wie früh er schon, bevor andere, die es auch getan haben, sich für die Juden eingesetzt hat. Nach der Hinrichtung dauerte es über 50 Jahre, bis Dietrich Bonhoeffer rehabilitiert wurde. Der Bundestag erließ 1998 das Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile. Auch in Kirchenkreisen dauerte es lange, bis man ihn als Märtyrer anerkannte. Andere, wie Paul Schneider, der 1939 im KZ Buchenwald ermordet wurde, erklärte man binnen Kurzem zu Märtyrern. Es hat eine lange Diskussion darüber gegeben, wer als Märtyrer anzuerkennen ist. Und bei Paul Schneider hat man gesagt, das ist jemand, der ein Märtyrer geworden ist, weil er ausdrücklich für seinen Glauben gestorben ist. Er hat den Glauben bekannt und ist für diesen Glauben hingerichtet worden als gläubig Handelnder im Konzentrationslager. Und bei Dietrich Bonhoeffer hat man immer gesehen, dass er zumindest billigend in Kauf nahm die Ermordung eines anderen Menschen, und wenn das auch ein ganz schwerer Verbrecher gewesen ist. Und das ist der Unterschied, den man am Anfang sehr stark gesehen hat. Aber wie gesagt, auch da hat es durchaus in der Theologie Neubewertungen gegeben. Verschiedene persönliche Erlebnisse und Ereignisse waren die Wegweiser in Bonhoeffers Leben. Dietrich Bonhoeffer stammt aus dem Großbürgertum. Seine Familie war sicherlich christlich in dem Sinn, dass sie zur Kirche gehörte. Aber man war damals halt auch im Großbürgertum nicht wirklich kirchlich und äußerst christlich gesinnt. Dietrich Bonhoeffer, da ist sehr viel darüber geschrieben worden, auch warum er sich zum Theologiestudium entschieden hat. Ein wichtiger Aspekt seiner persönlichen Entwicklung scheint zu sein, der Tod seines Bruders, seines älteren Bruders, der im Krieg verwundet wurde und dann an den Verwundungen gestorben ist. Und die Auseinandersetzung mit diesem Tod, das Erleben, hat Dietrich Bonhoeffer wohl stark beeinflusst, eine Entscheidung für das Theologiestudium zu treffen. Und ich denke, dass überhaupt, so wie sich das in dieser Entscheidung schon zeigt, dann im Lebensweg von Dietrich Bonhoeffer deutlich wird, dass das, was er erlebt, er immer ganz stark gedanklich reflektiert und dann auch wieder sein Handeln danach ausrichtet. Also ich will da ein Beispiel auch nennen. Als Student
hat er ja eine Reise gemacht mit seinem Bruder nach Italien, hat dort Rom, hat dort den Papst, den Petersdom, die katholische Kirche kennengelernt. Und da ist ihm die Frage gekommen, ja, was ist denn eigentlich wirklich richtige Kirche? Was ist echte Kirche? Und mit dieser Frage hat er sich dann so beschäftigt, dass er auch seine Doktorarbeit darüber geschrieben hat. Und im Ergebnis kommt er dazu, dass er sagt, Kirche ist überall dort, wo Menschen sich ganz fest nach dem Wort Gottes richten. Und das ist dann auch zum Beispiel für sein Leben ausschlaggebend geworden, dass er gesagt hat, das Wort Gottes, das muss für mich die Richtschnur meines Handelns, und zwar auch meines Handelns eben gerade in dieser Welt und für die Menschen sein. Und auf diese Weise, meine ich, ist Bonhoeffer wirklich jemand, der über das, was er erlebt, nachdenkt, der daraus lernt und bei dem Denken, Leben und Handeln ganz eng zusammengehen. Wie passt Dietrich Bonhoeffer in die heutige Zeit? Ich denke, er hat auch etwas durchaus für unsere Zeit zu sagen. Ich will ganz einfach mal zwei Begriffe nehmen. Den Begriff der Verantwortung und den Begriff des Gewissens. Beide sind ganz wichtige Begriffe in seiner Ethik, die er in der Zeit seiner Gefangenschaft geschrieben hat und die er auch nicht vollenden konnte. Und das sind zwei Begriffe, die vielleicht heute etwas altmodisch klingen, aber die wichtig sind. Das Gewissen als Richtschnur des Handelns. Ich will mal ganz einfach ein Beispiel auch nennen aus den letzten Monaten. Wir erinnern uns alle, dass im Sommer diesen Jahres im Bundestag eine Entscheidung über die sogenannte Ehe für alle getroffen wurde. Und kurz zuvor, bevor diese Entscheidung getroffen wurde, wurde gesagt, ja, es besteht da kein Koalitionszwang. Und die Medien haben dann gesagt, ja, das heißt, jeder Abgeordnete könne in diesem Fall nach seinem Gewissen entscheiden. Und wenn wir ins Grundgesetz schauen, da steht im Artikel 38, dass die Abgeordneten des Bundestages grundsätzlich nur ihrem Gewissen verpflichtet sind und nicht an Weisungen gebunden sind, ob diese von außen kommen oder von innen kommen, also von Parteizentralen oder Erwartungshaltungen des Mainstreams in der Gesellschaft sind. Im konkreten Fall hat sich niemand gewundert, dass die Gewissensentscheidung gewissermaßen als Ausnahme gilt. Ja, wonach entscheiden unsere Abgeordneten sonst? Und der Begriff der Verantwortung, denke ich, ist ebenfalls ein sehr wichtiger Begriff. Auch da will ich gerne ein Beispiel nennen. Mit Beispielen arbeitet man gerne in der Ethik, weil da dann etwas deutlich wird. In diesen Tagen gibt es eine Diskussion über die Nobelpreisstiftung, weil sie zwar den Friedensnobelpreis verleiht und ehrt, aber weil ihre Gelder sie selbst auch anlegt, diese Stiftung, in Rüstungsaktien. Und da sehen viele einen Widerspruch und sagen, wie kann es sein, dass ich auf der einen Seite Geld gebe, um Friedenskämpfer zu ehren, und auf der anderen Seite Geld anlege, wo Waffen produziert werden. Das ist doch ein Widerspruch. Und ist das verantwortliches Handeln? Ich denke also, Bonhoeffer hat auch durchaus Themen angesprochen, die für unsere Zeit relevant sind. Welchen Stellenwert hat das Büchlein in der Sammlung der Literatur über Dietrich Bonhoeffer? Also es gibt über Bonhoeffer weit über 6000 unterschiedliche Publikationen. Er gehört zu den Theologen des 20. Jahrhunderts, über die am meisten geschrieben worden ist. Mir ging es eigentlich darum, ein leicht verständliches Heft zu schreiben, das jemand auch ohne große Vorbildung lesen kann, der fragt, wer war Bonhoeffer, was hat er gedacht und getan? Und wenn jemand dann sagt, das ist aber interessant, hier würde mich mehr interessieren, da finden sich dann Hinweise, wie man weiterlesen kann. Also das Heft soll eine erste Anregung sein. Pastor im Widerstand ist im Buchhandel erhältlich. Man kann es sich aber auch in der Stadtbibliothek Limbach-Oberfrohna ausleihen.
Außer der Sonderausstellung en Miniature ist natürlich hier auf Schloss Wolkenburg jetzt in Richtung Weihnachtszeit auch sonst noch mehr los. Was genau, Frau Papstmann? Also es findet wieder traditionell der Weihnachtsmarkt statt am 16. und am 17. Dezember im Schlosshof. Und wir als Museum bieten am 16. Dezember noch eine Führung an, groß und klein im Lampenschein. Da geht es um die Beleuchtungsmöglichkeiten, die früher so ein Schlossherr und die Bewohner eines Schlosses hatten. Das wird eine Führung im und um das Schloss sein. Und da wird man auch sehr viele Lichter angezündet dabei. Also liebe Zuschauer, ich hoffe und Frau Papstmann natürlich auch, wir konnten Sie ein wenig neugierig machen auf die neue Sonderausstellung en Miniature, sächsische Schlösser und Burgen im Modell. Von wann bis wann läuft die Ausstellung eigentlich genau? Die Ausstellung wird eröffnet am 9. November, läuft dann offiziell ab dem 10. November bis zum 7. Januar. Geschlossen wird das Museum bleiben am Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag, an Silvester und an Neujahr. An den anderen Tagen, bis auf den Montag, ist natürlich immer geöffnet. Wir sagen Danke fürs Zuschauen an dieser Stelle und verabschieden uns für diese Woche. Tschüss. Thank you.